Ich begrüße euch zu einem neuen Part Mario 3D Land mit dem Zwergfürst. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eglardon. Heute starten wir hier in Welt 6 ins Level 4. Ich freue mich drauf, freut ihr euch drauf? Na dann, los geht's! Okay, heute wird's rhythmisch, aber rhythmisch meine ich natürlich. Zungenbrecher. Nur nicht abstürzen, dem Rhythmus folgen. Und alle Sternmünzen finden, wie immer. Stachelkisten. Und was haben wir hier? Nur keine Hetze. Ist kein Schatten Mario hinter uns her. In der Special-Welt gibt es dann, Achtung Spoiler, so ein ähnliches Level nochmal, Bonus mit Schatten. Mario, der einen hetzt. Schatten Mario gibt es hier, glaube ich, gar nicht in der Nicht-Special-Welt. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Vielleicht so. Nein. Verkackt. Zu viel Zeit sollte ich mir dann auch nicht lassen, weil... Hui! Die Zeit, ich habe ja dann auch noch eine kleine Zeitbegrenzung. Eine winzige, aber eine existierende. Och nö, stört ihr jetzt auch noch hier. Na denn. Hui! Fast verkackt, so. Nein! Da war noch eine Starcoin. Kommst du da hoch einmal? Ja, was denn? So, zweite Starcoin. Das geht doch glatt. Das geht doch hier einwandfrei. Dip, 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 dip. So, haben wir auch. So, rote Münzen einsammeln. Oh, muss aufpassen, dass ich nicht daneben schwebe hier. Aber mit Tanuki geht das ja ganz hier. Geht das ja hier. Oha, 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 oha. Ah! Fail. Da sagte ich, es geht glatt und schon verliere ich hier den Boden unter den Füßen. Zack. Das mal. So, zack. Und die letzte. Tanuki. Nice. Und jetzt zack, zack und zack, da sind wir oben. Oha, das wird knifflig. Ah, verstehe. So, darüber. Oha, wie soll ich denn dieses Sternmünze kriegen? Was ist denn das für ein Mist? Ah, nein. Knapp daneben ist auch vorbei. Starcoin schön und gut, aber und dann runterfallen ist dann natürlich die Starcoin weg. Ich sehe hinüber. So, geh mal rein. Los. Juhu. Tanuckelchen, ich liebe dich. Bob, bob, bob. Und jetzt zack. Zack. Nicht so langsam. So, ich mach mal den hier. Lande dann hier drauf. Oder auch nicht. Doch, so läuft das hier. Hops. Aber die Hops. So hier. Tanuckelchen. Auwei, auwei, auwei. Ah, scheiße. What's the fail? So.
zählt einer mit, wie oft ich abkratze. Nein, 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 mein Tanukelchen. Scheiße. Ach nö. Das war dämlich. War scheiße. Tanukelchen. Oh, ein bildendes Tanukelchen. Hops, hops, hops. Hoha. So, ich will trotzdem die rote Münze kriegen. Wow, hat der eine Power. Das wird mir dagegen aber nicht helfen. Nice. Darauf landen wir. Ach, scheiße. Wie kann man auf diesem Punkt überhaupt landen? Es ist nur ein Pixel breit und scheint fast unmöglich. Ist aber möglich. Stell mich nur so scheiße an. Und sollte weniger scheiße sagen. Dieses Wort könnte durchaus schädlich sein. Für mein Video. Ach, egal. Ich krieg eh keine Werbeeinnahmen damit. Eventuell irgendwann in Zukunft. Nice! So, wie mache ich das denn jetzt am doofsten? Einmal hier rüber schweben und einmal durch und hier drauf landen. Perfekt. Brauche ich auch keine Angst haben vor dem mehr, weil ich jetzt dieses OP-Tanukelchen habe. So, vor dir habe ich auch keine Angst mehr. Zack. So, jetzt nur noch ans Ziel kommen. Und normalerweise müsste ich jetzt hier mal springen und mich bemühen, aber oh, shit happens. Ich habe den Chuck-Nose Tanuki. Schwein gehabt. Ja, ich weiß, die Zeit wird knapp, aber ich bin noch schon am Ziel. So, und goldene Fahne. Nö. Wäre zu viel verlangt. Naja, dann halt nicht. Man kann ja nicht alles haben. Super. Next level, please. So. Oh, eine Überraschungsbox. Genügend Sternmünzen haben wir ja. Wir haben alle, die bisher möglich sind. Oha, das Level sieht episch aus. Noch zwei Level, dieses Level und das nächste Level. Dann haben wir Welt 6 abgeschlossen. Oh, die Musik liebe ich. Zwar nicht mehr Winter, aber zur Weihnachtszeit war die richtig episch, diese Musik. Ich habe sie geliebt. Und kennt ihr eigentlich noch Blackie? Sie hat mal so ein Video im Adventskalender für mich gemacht, als ich krank war. Habe ich auch eine Weile lang geguckt, aber ich hab's aus den Augen verloren. Ich guck sie eigentlich nicht mehr. Ich hab's noch abonniert, aber Die hat's dann, sag schon, die Zelda gemacht und dann 180 Parts gefühlt von, oh, wo waren die Starcoins? Kommt schon die Marke hier, die Marke Mist. Irgendwo müssen die sich verstecken. Die Starcoins. Okay, ich habe da eine Theorie. Eine Starcoin ist immer vor der Fahne. Ja, da oben muss irgendwas drauf sein. Ist einfach so. So, ich habe mich für Zelda einfach nicht interessiert, also für The Breath of the Wild. Hat mich einfach nicht gejuckt, deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, so, tschüss. Und so habe ich nicht gesagt, dann suchen wir mal nach der Starcoin. Irgendwo musste sein. Geht doch nicht, dass die erst hinter in der Fahne ist. Glaube ich nicht. Hoffentlich nicht in einem der Goombas hier.
Jedenfalls, ja, finde ich eigentlich schade. Den Greenie-Let's Play, den habe ich natürlich. Mit dem habe ich immer noch Kontakt. Sind gute YouTube-Kollegen. Da hoch komme ich nicht. Da ist keine, da ist nichts. Wenn ich da nicht hinkomme, kann da nichts sein. Ein geheimer Block hier irgendwo oder so. Jetzt wird's knifflig, jetzt wird's rätselig. Rätselig. Alternative Worte verwenden. Ja, fall einfach daneben. Ja, finde es natürlich traurig, wenn man einen Kollegen aus den Augen verliert. Oder dann eine Partnerin, die für mich bereits schon ein Video gemacht hat. Fand ich ganz nice von ihr, aber. Ach ja, ihr fragt euch, warum ich auf Blackie gekommen bin. Die hat die Hintergrundmusik verwendet, habe ich gar nicht gesagt. Denn für ihr Zeichenvideo, was sie mal mit mir. Oh, da ist die erste Starcoin. So versteckt. Für ihr Video, was sie im Adventskalender gemacht hat, hat sie diese Hintergrundmusik verwendet. Und wurde mir zwar von YouTube komplette Werbung darunter weggeschalten, aber was soll's. Ich wollte darauf auch keine Werbung schalten. Das war halt der Adventskalender, war es mir scheißegal. Da war ich froh, wenn. Ich war krank und war froh, dass jemand ein Video für mich gemacht hat und dass das online kam. Werbung, Schaltung. Relativ egal. Also. Ist ja aktuell eh nur dafür da, für die Zukunft. Falls mal irgendwie. Falls mal eine Million. Was passiert denn hier? Ich krieg die roten Münzen nicht, kann das sein? Falls ich mal irgendwie eine Mille Abonnenten habe und dann, dass dann auch halt auch die ersten Videos monetarisiert sind und ich auch damit Geld verdienen kann. Ja, jetzt krieg ich hier wieder den Hate, ich weiß. Will mit YouTube Geld verdienen. Geld geil. Nein, nur in Lego-Spielen bin ich Geld geil. Jetzt habe ich eine Starcoin verpasst. So ein Mist. Da muss ich nochmal hin. Ne? Nur in Lego spielen bin ich Geld geil. Ja, ich rede hier wieder Real Talk. Ich mache hier wieder Off-Topic. Ihr müsst es ein bisschen so sehen. Momentan ist ja ein Hobby von mir. Was? Ich habe 2 Star-Coins verpasst. Naja, dann muss ich da nochmal unbedingt rein. Hops, das wird wohl ein bisschen länger hier. Die goldene habe ich schon mal. Ich rede gleich weiter. Bezüglich dieses Themas. Heute wird es ein bisschen off-topic. Ihr merkt es schon. So, nochmal Rinder. Können wir nicht auf uns sitzen lassen. Die 2 Star-Coins hole ich mir noch. Die eine weiß ja, wo sie ist. Ihr müsst es ja so sehen, mit dem Monetarisieren und mit dem Geld ist es so, momentan mache ich es als Hobby, also ich mache das so nebenbei, ich will dafür auch noch kein Geld, brauche ich nicht, also ich mache das auch Spaß für mich, ich habe auch noch nicht wahnsinnig viele Abonnenten und Aufrufe, dass sich das lohnen würde oder so, dass ich da irgendwie was draus schlagen könnte, aber in Zukunft vielleicht. Ich bin jetzt aus der Schule raus und werde jetzt in Richtung Arbeitsleben gehen, eine Ausbildung machen, ins Berufsleben starten und ja, da werde ich bald jedes Geld nötig haben. Versteht's mal so, also deshalb. Sag ich mal so, ist gar nicht ein Geldgeil als Azubi oder als Student, bei mir eher Azubi. Ich sag's mal so, da hat man jeden Penny notwendig, aber
Das brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Das ist ja relativ klar. Und dann wäre es vielleicht nicht eines Tages irgendwie, zumindest die Chance damit habe, irgendwie ein etwas größeres Publikum habe und ein wenig Geld damit verdiene, dass dann... Oh, lass dich da rein. Wie komme ich da ran? Wie kommst du denn nicht da rein? Da runterfallen lassen? Wäre eine Option. So hier. Zack. Yep. Ist doch die beste Idee. Ja, habt ihr verstanden, was ich meine? Dann ist es vielleicht auch hilfreich dafür. Kleine Motivation dafür, dass ich weiter YouTube-Videos mache, weil jetzt habe ich gerade Ferien, jetzt habe ich die Möglichkeit, Videos zu machen. Also ich habe Zeit und Lust. Aber wenn ich dann in der Ausbildung bin und 8 Stunden täglich arbeite, da finden noch mal die Zeit, YouTube-Videos zu drehen. Und da ist natürlich ein Däumchen nach oben und ein Abo immer die beste Motivation, die Unterstützung und die und hilfreiche Kommentare, positive Kritik und liebgemeinte Kommentare immer die beste Unterstützung und die das Beste unter die Arme greifen dazu, dass es in Zukunft auch noch Videos geben könnte. Welt 6 Luftschiff. Ja, ich wollte jetzt nicht mit diesem etwas ernsteren Thema hier in die Part versauen, deshalb werde ich es auch gleich absprechen. Jetzt sofort. Ich wollte nur ein bisschen Real Talk darüber machen. Ich bin irgendwie über die Hintergrundmusik auf Blackie, auf YouTube-Kollegen, auf meine Arbeit, auf meine Zukunft, auf Geld gekommen. Ja, das ist so eine ewige Kette, die sich dort geschlossen hat. Ich hatte einen Lehrer in der Schule, der hat so zugelabert. Der hat im Unterricht dann, ist dann im Unterricht immer abgeschweift und hops, ist auch kein verpasst. Grüße an ihn, wenn er das in Zukunft sieht. Er weiß, dass er gemeint ist. Da haben wir dann immer über Gott und die Welt geredet. Oha. Critical. Meine Lehrer, meine Videos gucken. Oh, scheiße. Naja, jetzt braucht es mich eigentlich nicht mehr zu jucken. Ich bin nicht mehr in dieser Schule. Ich bin raus. Ich habe die Abschlüsse geschafft. Ich habe es bestanden. Ich bin Absolvent. Um es so auszudrücken. Auch noch ein Off-Topic-Thema, das erwähnt muss. Oh, Tanuki. Ducken, ducken, duck dich, duck dich. Naja, oder vielleicht geht's mit Tanuki. Na komm, komm, Starcoin. Ja, ich muss das darunter aktivieren. So ein Mist. Oha. Puh, war das knapp. So, Nice. Stoppen. Leel. So ein Mist. Ist doch möglich. Ich weiß es, weil ich hab's schon mal offline geschafft. Ich hab ja schon mal schon einen Spielstand hier drauf. Auf dem ich dazu 100% gespielt habe, zumindest annähernd 100%. Ich weiß, dass es schaffbar ist. Und dass es auch machbar ist. Ah! Das ist nicht so gut. In meinem Skill-Level-Bereich. Na los, 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 los. Mario sagt los, los, los. Stoppen.
Was? Eimer und dann diese Kacke hier. Na los. Hui. Ihr könnt mir ja auch nichts. Und du auch nicht. Und der Chuck Norris. Stern. Tanuki. So. Brauche ich zumindest davor keine Angst mehr zu haben. Ha, bleib stehen. Noch ein Tanuki im Vorrat. So, ducken, duck dich. Ich sagte, duck dich. Schande über mein Haupt. Ich bin verkackt. Naja, vielleicht schaffe ich erstmal das Level und guck dann, dass ich nochmal reingehe. Jetzt erstmal nicht verkacken. Ha, kannst mir gar nichts. So, drittes Darkoin. Sag nicht. Krieg das nicht hin. So, well. Well, hier rüber und dann zack, die Duste hier mal rinne. Endgegner. Der dürfte mit diesem Tanuki kein Problem sein. Na los. Hau rinne. Zack. Hui. So würde ich es übrigens auch mit einem normalen Tanuki machen, bloß hier bin ich ein bisschen unverletzlicher. Da brauche ich keine Angst vor den Attacken zu haben. Ja, zum Beispiel hätte mich das schon erledigt. Das hätte mich schon sowas von. Und ich bin gerade in den Klamm gefallen, also sowas von Game Over. Dank dem Tanuki ist das nicht der Fall jetzt. Ja, ich kann einfach durch Schlamm laufen hier. Moin! Ist eigentlich ein bisschen schummeln, finde ich, aber manchmal muss das sein. So, 2 Sternmünzen. Die goldene Fahne kommt. Und dann hole ich mir noch die 2. Starcoin. Ein paar Münzchen. So. Geh mal rüber, hier gibt's noch was? Nee, gibt's nichts. Ist die Spitze des Todes. So, und ran da. Perfekt. Eine Starcoin holen wir uns noch und dann. Tschüss. Ein Tschüss-Part. Die Nummer weiß ich gar nicht, wie viel der Part ist das jetzt. Schreibt es in die Kommentare. Nein, müsst ihr nicht in die Kommentare schreiben. Ich weiß es ja, wenn ich es hochlade und ihr wisst es auch schon, ist völlig überflüssig, das in die Kommentare zu schreiben. Dann nochmal rein da. So. Marios chronische Angst vor Stacheln. Ja komm. Ah, bin ich denn inkompetent? Hoch 3. Na komm. Mach Suizid, Mario. Ja komm, her damit. Vielleicht bin ich Game Over. Das ist doch nicht so toll. Komm, 3 Versuche hast du noch. Möglich ist es doch. Ich überziehe den Part jetzt hier auch wieder, das ist so klar. Tut mir leid für euch, aber... Das muss dann auch mal sein. So, jetzt ducken. Das denn nicht vergessen. So hoch, hoch, hoch. Und jetzt hier mal Reaktionszeit. Ja, natürlich verliere ich meinen Tanuki. Nein! Wie kann man denn nur so? Wie kann man... Ah. Er ärgert sich über seine eigenen Dummheit, Zwergi. Zwergi ärgert sich über seine eigene Dummheit. Zum Glück gibt es ja auch noch One-Ups. Ich hoffe, es wird auch nicht zu langweilig für euch. Ich bin angewiesen auf diesen Tanuki. So, jetzt komm, nein, ach, komm, meine eigene Inkompetenz ist so übermaßen scheiße. Übermaßen groß. Müsste ich nicht irgendwann mal den goldenen Tanuki kriegen jetzt hier? So oft bin ich doch schon abgekratzt.
Hat jemand mitgezählt, wie oft ich in diesem Part abgekratzt bin? Nicht nur im letzten Level, sondern auch in diesem Level. Das müsste schon durchaus bald dreistellig sein. So schlimm ist es wahrscheinlich nicht, aber so fühlt es sich an. Ja komm. Was ist denn heute los mit mir? Was geht denn hier vor sich? Das ist doch nicht mehr die Möglichkeit. Das ist doch hier grenzwertig. Grenzwertig scheiße heute. Wo bleibt mein Tanukelchen? Ich krieg schon Pickel hier. Stresspickel hier auf der Haut. Dankeschön. Diese Bombe. Nein. Einfach nicht. Nicht dein verdammter Scheiß Ernst heute. Sorry. Ja, wenn ich Game Over bin, dann mache ich das erstmal. Dann könnt ihr aber wissen, dass ich erstmal den Part beende. Was soll denn der Mist hier? So, jetzt mal Konzentration. Hier mal Ruf. Starcoin. Das ist schon mal ein Weg zum Ziel. So, jetzt hier ganz ruhig mal hier durch. Könnte ja sein, dass ich beim letzten Versuch das mal irgendwie mal schaffe und packe. Nein! Bosskampf als kleiner, kann ich quasi vergessen. Hinweisraum. Ich brauche keine Hinweise. Ich brauche den Tanuki. Also jetzt mal gucken, wie weit wir sind. Sind wir über der Startwelt? Nein. Das haben wir alles geschafft hier. Ja, dann sage ich mal, im nächsten Part holen wir uns die dritte Starcoin. Hier ist jetzt mir ein bisschen zu viel. Ich brauche jetzt eine Pause. Da habe ich nach oben, soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ist garantiert kostenlos. Könnt ihr dort oben bei meinem Namen dort aktivieren oder hier in der Endcard gleich. In der Endcard findet ihr auch noch ein weiteres Video. Könnt ihr euch reinziehen. Teilt dieses Video an alle anderen weiter, die ihr so kennt. Lasst ein Abo da, sagt ihr schon. Ja, habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl. Haut. Renner.